Es war ja tatsächlich so von Anfang an, dass das Internet aus verschiedenen Netzen eins machen sollte, sodass man ein großes gemeinsames Netz hat. Das Internet, das Netz zwischen den Netzen. Und die Funktion, um die machen wir uns jetzt mehr und mehr Sorgen. Einfach weil wir sehen, dass verschiedene Firmen, verschiedene Unternehmen und auch verschiedene Staaten anfangen, eigene Netze parallel zu entwickeln oder sich ein bisschen abzusondern aus dem Ganzen. China hat schon die Leitungen ins Land und kappt die vielleicht eines Tages. Oder macht die Firewall, die sie ja schon haben, diesen großen Filter, macht den noch härter und noch strenger. Und dann kann es passieren, dass man als einzelner Nutzer nicht mehr dorthin kommt, wo man hin möchte. Das geht den Chinesen zum Teil ja heute schon so, dass die eigentlich gerne mit Twitter kommunizieren würden, aber Twitter ist häufig gesperrt und deshalb hat sich in China das eigene, das Weibo, so gut rausbilden können. Jetzt ist es noch mal ein bisschen anders mit den Firmen. Wenn die eigene zusätzliche Kabel legen, dann ist das für den Nutzer erstmal gar nicht so schlecht. Wenn Google ein Kabel durch den Pazifik legt, dann sitze ich in Tokio und freue mich, dass ich schneller mit Google suchen kann. Oder dass mein Handy, mein Google-Handy, dass das schneller funktioniert, weil das Google-Handy schneller mit Google kommunizieren kann. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Vorteil auch für Google. Und insofern längerfristig vielleicht ein Problem, denn wie kommen andere Firmen dann wiederum gegen diesen Vorteil an, den sich Google mit diesem neuen Kabel verschafft? Die müssten dann selber eigene Kabel legen und dann sind in der Endausbaustufe ganz viele Kabel unterm Pazifik, die man vielleicht in dieser Menge auch wiederum nicht braucht und viele Firmen können sich das dann auch nicht leisten. Man muss das beobachten, man muss sich dessen bewusst sein, was da passiert und wir recherchieren da auch im Moment dran. Wir bleiben an dem Thema dran und gucken, wie sich das weiterentwickelt.